Hallöchen, meine kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Und wir... Zerbrochenes Glas. Ja, geil. Ah, ich habe beim letzten Mal vergessen zu speichern. Das werde ich mal noch schnell machen. Nicht, dass wieder etwas furchtbar Böses passiert und, ihr wisst, wie es so ist. Ich bin Autosave gewöhnt. So, dann machen wir jetzt hier mal schnell. So. So, können wir vielleicht jetzt mit der Scherbe James' Haare abschneiden? Ja. Okay, so hat es funktioniert. Wo könnte ich sie näher betrachten? Wo könnte ich? Tja. Ich gehe zurück zur Leichenhalle und benutze Hermans Mikroskop. Ja, tja, vielleicht. Hoffentlich liegt er da nicht noch rum. Oh nee, Gott sei Dank. Liegt hier nicht mehr rum. Das wäre auch richtig eklig gewesen. So, jetzt nehmen wir die auch. So. Und dann gehst du da jetzt bitte hin und machst es auch. Das wird bestimmt wieder ein Rätsel, welches Rhabarber nicht lösen kann. Ah ja, er macht es. Sind nicht dieselben. Sag bitte, dass es nicht dieselben sind. Die Proben sind unterschiedlich. Das kann sogar ich erkennen. Es war nicht James, der Herman getötet hat. Aber wer war es dann? Wer hat sonst schwarze Haare? Du! Morris! Morris? Willst du mich verarschen? Morris? Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Dann gehen wir jetzt zu Morris. Also warte. Dann mache ich Karte des Landguts. Dann machen wir schnell Speed Travel. Ja, aber man, gut, dass er nicht dran denkt, dass auch noch andere Leute in der Stadt oder so, in Willow Creek, da wird es haufenweise Schwarzhaarige geben. Und er hat immer nur die im Verdacht, die gerade so um ihn rum sind, ne? Aber gut. Aber warum sollte Morris Dr. Herman umbringen? Das ist ja jetzt auch wieder so ein... Morris ist nicht da? Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Weiß ich, hier ist niemand. Was? Nee. Ein Brief. Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit. Alles fing vor ein paar Tagen an, nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon, als sein Erbe Samuel nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon, als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber bis diese Zeilen gefunden werden, bin ich schon weit weg. Ich habe das Gefühl, dieser Inspektor will mir Henrys Mord anhängen. Also will ich hier nicht rumhängen. Ich haue ab, solange ich noch kann. Behalten Sie ruhig meinen letzten Monatslohn. Und machen Sie sich nicht die Mühe, nach mir zu suchen. Ich komme nicht wieder. Morris. Morris ist weggelaufen. Ich wusste, dass ihm nicht zu trauen ist. Und wenn er der Mörder ist? Naja. Also Morris ist jetzt weg. Das ist jetzt aber auch blöd, weil... Wartet mal! In der Mütze sind bestimmt Haare. Morris' Mütze? Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Ich habe Haare gefunden. Vielleicht passen... Okay, gut. Da muss ich doch... Ja, doch. Wusste ich doch, dass ich das doch noch machen muss. Also jetzt wieder zurück zu Hermans Haus.
wo ich einfach mal rein und raus kann, obwohl da eine Leiche gefunden wurde, ne? Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Na? Nein, Auch auch nicht. Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Das ist hier. Ja, wir können das Mikroskop jetzt nicht mehr benutzen. Nein. Okay. Ja, was wäre jetzt das Schlauste, was wir machen können? Gehen mal wieder raus. Wir haben James Haare, wir hatten Morris seine Haare. Aber wo gehen wir jetzt hin? Also Ashbury können wir nicht, Sharpedge können wir auch nicht, Steinkreis nicht, nein, alte Mine nicht. Kirche von Wormhill und Black Mirror. Willow Creek vielleicht. Da könnten wir auch mal wieder das. Passieren ja nur seltsame Dinge zurzeit hier. Ich hoffe nicht, dass die Einwohner hier irgendwann denken, wir haben was damit zu tun. Das fände ich nicht so klasse. Oh, du bist Guten allein. Tag, Harry. Warum schreist du ihn so an? Guten Tag, Harry! Ja, guten Abend, würde ich sagen. Haben Sie das Wetter draußen gesehen? Nein. Es ist unheimlich dunkel. Ja, es ist sehr seltsam. Mehr als das. Ein solches Wetter bringt Unglück. Ich bin ein bisschen abergläubisch, wissen Sie? Ach Mensch. Ja, ist mir aufgefallen. Aber genug vom Wetter. Hier im Pub ist es immer Willst du gemütlich. was essen? Darf Frag. ich Ihnen was anbieten, Mr. Samuel? Genau. Nein, danke. Ich wollte nur etwas fragen. Dachte ich mir doch. Nichts gegen Sie, aber Sie sind nicht gerade mein bester Kunde. Was ist das? Ach, über dem Der Pub. Pub ist menschenleer. Wo sind Sie alle, Harry? Bei dem lausigen Wetter heute sind Sie wahrscheinlich daheim geblieben. Überrascht mich gar nicht. Das war jetzt das Gespräch oder Wir was? haben einander schon alles gesagt. Okay, vielleicht noch mal zu Mary. Das Wetter ist ja schon sehr seltsam, ne? Aber wo könnte man noch hin? Der hat mit Sicherheit zu. Das Geschäft ist geschlossen. Ja. Sollen wir Willow Creek verlassen, aber wohin? Kirche von Wormhill vielleicht? Wir versuchen es einfach. Ich versuche jetzt einfach alles, was geht. Nee, da kommen wir nicht rein. Wir gucken einfach noch mal zu Williams Grab, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Ich habe Roberts Schlüssel. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, mal in Roberts Dings zu gucken, in Roberts Zimmer? Kerze ist aus. Sollte ich vielleicht mal machen, hä? Wie doof bin ich denn? Gehen wir jetzt erstmal hoch. Und dann gehen wir in Roberts Zimmer gucken. Dann gucken wir uns da jetzt erstmal um. Ich bin so doof. Ich habe die Schlüssel in der Hand Roberts und. Arbeitszimmer. Mir ist, als würde er mich immer noch beobachten. Oh. Roberts Medizindiplom.
Warum hat er hier so viele Äxte? Oh, wer ist das? Ist es Mordred? Nein. Ein weiterer Schlüssel. Wer ist der Mann auf diesem Bild? Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Ich muss seinen Platz in der Vergangenheit finden und seinen Schlüssel bekommen. Na toll. Wir gucken uns erstmal das Sofa an. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Kleiner Tisch. Anatomie. Anatomie. Kakao? Oh. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Oh, für... hier bestimmt. Wartet mal. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Besser ist das. Abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Gut, dafür habe ich jetzt aber gerade den kleinen Schlüssel gefunden, der ja auch fucking gut versteckt war. Das sieht aus wie ein Wertpapier. Ein Wertpapier? Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Kann ich die untere aufmachen? Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht muss ich die auch aufschließen. Sophie, Roberts Frau. Oh. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Ja, kein Wunder, ne? Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, was das für ein Wertpapier ist, was wir gefunden haben. Irgendein Wertpapier. Seltsam. Es steht nichts drauf. Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Naja, aber... Ja. Ah, warte mal. Ach nee, Quatsch. Wartet. Ich wollte es mir nochmal angucken, bitte. Ich kann nicht aufs Inventar zugreifen, während ich mir das angucke. Ich dachte vielleicht mit Licht oder Wärme oder so. Gucken mal hier in das Buch. Nee, guck mal erstmal hier die Bücher an. Eine Studie des menschlichen Gehirns. Er hatte ab und zu mal einen getrunken, der Gute. Ich glaube, ich gucke erstmal die Uhr. Ah, ich weiß immer nicht, was ich zuerst angucken soll. Ui. Genau 12? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Oh. Was zur Hölle mache ich da? Okay. Nee, da müssen wir erst rausfinden, was ich machen muss. Da brauche ich jetzt gar nicht weiter fummeln. Da muss ich erst rausfinden, was ich machen muss. Darum lesen wir jetzt zum Abschluss wahrscheinlich nochmal das Buch. Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Ach so, ich dachte, er liest es. Ach so, ich dachte, er liest das Buch jetzt. Aber haben wir den Schlüssel nicht schon? Na gut. Er wollte den jetzt rausfiltern, ne? Dann gehen wir, wäre jetzt mein Vorschlag, zur Bibliothek. Denn da wird ja sicherlich was über den drinstehen, denke ich mal. Über den werten Herren. Dieses Bild zeigt er mir auch immer wieder an. Das ist Markus Gordon. Es gab so viele Gordons, dass ich da absolut gar nicht mehr durchblicke. Die ganzen Gordons irgendwie.
Vielleicht nochmal in der Chronik nachgucken. Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon unsere ältesten... Oh nein! Markus Goff. Nein, oh scheiße. Wie bei der Kirche von Wormhill. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schalten... Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde bis zu diesem seit zur Unterschrift. Übel. Ich mach's aber auch immer wieder, ne? Das ist echt geil. Ja. Aber wie finde ich jetzt den seinen Platz in der Geschichte? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, aber hier ist doch jetzt alles gemacht. Warum zeigt ihr mir den nochmal an? Ich habe mir die Bücherregale nicht angeguckt. In Roberts Zimmer. Ist mir gerade eingefallen. Bin wieder ein bisschen sehr wuschelig heute. So, also dann gehen wir hoch. Gehen nochmal in Roberts Zimmer. Vorher gucken wir nochmal in Zeitungsstände. Die heutige Zeitung. Ich möchte sie nicht lesen. Hab's ja im Endeffekt auch nur gut gemeint. So, dann gucken wir jetzt mal im Bücherschrank. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Okay, also geht das... Oh. Ja, toll. Aber hier ist auf dem kleinen Tisch ist noch was. Warte mal, die Lösungen? Nee. Nein. Ha. Nee, das sind die Schubladen, das sind hier diese Röhrchen. Wie mag der heißen? Das ist jetzt seltsam. Die Uhr. Es hat irgendwas mit der Uhr zu tun. Aber was? Mach das jetzt hier einfach. So auf blauen Dunst, ne? Wartet mal. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Wartet mal. Hier draußen stand doch auch irgendwo eine Uhr auf dem Schrank, oder? Vielleicht müssen wir da erstmal gucken, wie spät es ist und dann die Uhrzeit einstellen. Und zwar, wo stand die? Hier. Aber die können wir nicht mehr angucken. Es hat was mit der Uhr zu tun. Aber dieses Rätsel lösen wir auch beim nächsten Mal. Ich gehe erstmal auch mal wieder in Roberts Arbeitszimmer. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder bei der nächsten Episode von Black Mirror wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Bye bye.